Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte mir heute zusammen mit Sly for Maniac einmal das Bonanza Set jetzt genauer anschauen. Die meisten Karten sind bekannt. Wir schauen beim Kartenlaster uns beide Listen einmal an. Nicht jetzt im Detail, wir gehen grob drüber und werden unsere Gedanken dazu äußern. Dazu switche ich auch einmal gleich rum auf die neue Spezialansicht. Da ist einmal Sly for Maniac hier in der Ecke und ich bin jetzt in der Ecke hier gelandet und in der Mitte seht ihr dann die Liste. Genau, damit ist alles vorbereitet und jetzt kann ich dich nochmal in Ruhe begrüßen. Erstmal hallo, Sly for Maniac. Wie geht's dir mit dieser Liste? Hi. Bevor wir in die Vollen gehen, will ich einmal ein Lob aussprechen. Es wird wahrscheinlich dabei bleiben. Deswegen, bevor wir vielleicht irgendwie in der Comment Section oder ähnliches gesagt wird, wir würden nur meckern, ein Lob an Konami, ein Lob, dass sie Karten gebracht haben in diesem Set, die teilweise 10, teilweise 20 Jahre keinen Reprint mehr hatten. So, das war's auch schon mit dem Lob. Jetzt können wir tatsächlich mal in die Vollen gehen, denn jetzt wird's nämlich richtig ekelhaft. Also haltet euch da draußen fest, holt euch euer Popcorn, eure Chips, denn jetzt werden wir sie aus nehmen, auf gut Deutsch gesagt, weil das ist wirklich, also jenseits ja von Gut und Böse, also, was sie da gebracht haben. Am 7.11. kommt dieses neue Bonanza-Set bei uns raus. Sehr interessant fand ich noch, ganz am Rande erwähnt, man hat bei einigen Openings gesehen, dass das Kürzel RRA ist, also Rarity Collection 3 oder so war das ursprünglich scheinbar mal, als sie es gedruckt haben. Und dann haben sie halt diesen Namen nochmal geändert in Quarter Century Bonanza, den ich persönlich nicht wirklich gut finde, weil er, ja, dieses ganze Wort Bonanza ist zu sehr mit dieser Western-Serie verknüpft. Also ich glaube, die wenigsten können da irgendwas mit anfangen, finde ich sehr, sehr ungünstig gewählt. Und wenn wir dann jetzt hier bei dem Cardlaster mal schauen, die haben das unterteilt in Nostalgia Pool. Das ist natürlich dann für Leute wie mich scheinbar interessant. Und dann haben die es einmal noch unterteilt in, ja, so einen normalen Pool nochmal. Aber ich würde zuerst mal tatsächlich den Quarter Century Pool mir anschauen parallel. Ich weiß nicht, willst du es auch parallel mit anschauen, damit du so ein bisschen mitmeckern kannst oder loben kannst? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Hast du schon offen? Ich habe es mir schon rausgesucht. Okay. Ja, ich habe es mir schon rausgesucht. Ja, klar. Super. Dann, wenn ich jetzt als erstes hier sehe, der blauäugige weiße Drache mit diesem Artwork aus LOB. Ganz ehrlich, haben wir den wirklich nochmal gebraucht? Also ja, ich meine, es ist in Platinum Secret Rare und in Quarter Century Secret Rare nochmal, aber hat es den blauäugigen weißen Drachen wirklich nochmal gebraucht, genauso wie den dunklen Magier, was ich jetzt gerade so sehe? Also die Artworks mag ich teilweise gar nicht und habe sie 3-4 Mal sogar bei mir zu Hause rumliegen. Ganz ehrlich, jeder, der jetzt gerade nicht frisch anfängt mit Yu-Gi-Oh!, hat die doch irgendwo zu Hause rumfliegen. Also ist das nicht ein bisschen ausgelutscht? Ja. Du, das ist das, was ich meine. Ich sag ja, ich liebe Blue Eyes, ich liebe Dark Magician, aber ich kann es nicht mehr sehen. Da wären so viele bessere Karten drin gewesen, die jetzt in diesem Set voraussichtlich jedenfalls nicht drin sind. Die Heiligen Ungeheuer. Hätte man einen neuen Dings aufmachen können, die haben wir jetzt so oft auch wieder nicht gehabt. Nee, ist richtig. Ist richtig. Vor allem schwarzen Magier haben wir jetzt schon 80 Mal gereprintet, ja. Ich meine, eine kleine Ausnahme. Genau, eine kleine Ausnahme ist ja hier so ein bisschen der rotäugige schwarze Drache. Dort haben sie das Alternativ-Artwork nochmal genommen. Das ist, da sage ich noch, okay, das war damals nur in dem Gold Rare. Ja, okay, der eine oder andere sagt vielleicht cool, das nochmal in Platinum Secret Rare finde ich besser als Gold Rare. Ja, gehe ich noch mit. Aber womit geht es denn dann weiter? Dann kommt der Menschenfresserkäfer. Ja, das ist eine ikonische Karte, aber hat die wirklich einen so seltenen Print gebraucht? Ja. Also, das ist halt auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, von dem Kartenpool, es sind ja jetzt erstmal 200, glaube ich, sind bekannt. Ich habe dann bei den Amis gesehen, da sind immer noch Karten rausgekommen, die in diesem 200-Kartenpool nicht drin sind. Sprich, wir können uns vielleicht auf 300-Kartenpool freuen oder was weiß ich, 250. Oh, das wäre ja Katastrophe, was die Pullrate angeht. Was ich da beobachtet habe, aber ganz ehrlich, den Menschenfresserkäfer, wer braucht den? Niemand, Nostalgiker braucht den, weil das ist so eine einfache Karte im negativen Sinne. Ja, die wird geflippt, zerstört ein Monster, schön und gut, gab es ein LOB, ein Super Rare, ein Common gab es da auch in irgendwelchen Structure Decks. Das ist keine Karte, die wo du sagst, auch jetzt für jemanden, der Deckprofile macht, gut, der Menschenfresserkäfer kommt einmal vor bei Bakura, aber
Sonst ist es nicht so eine Karte wie, was weiß ich, Cyberdose oder sowas, was Kyber zum Beispiel immer in fast jedem Deck drin hatte oder ich weiß nicht. Riesenschild Gartner wäre eine Karte gewesen, die ich auch gerne da drin gesehen hätte, die schon auch, ich weiß nicht, 15 Jahre kein Reprint hatte. Also ich meine jetzt in einer guten Rarität, ja. Ich glaube, in Speed-Duell war er auch drin, ja. Aber jetzt so als normal, als irgendeine Holo-Version ist, glaube ich, schon 15, 20 Jahre. Also ich meine, im Champion-Pack war die in Super Rare, in Dark Beginning, das sind auch schon wieder 20 Jahre, war sie in Ultra Rare ja, und in Legendary Collection Yugi's World, das war 2010er Jahre, da war so ein Secret Rare, das ist jetzt 14 Jahre her. Mit anderen Worten, da, zum Beispiel, ja, hätte man sowas nehmen können, die hat auch mehr Zweck, mit der kann man mehr machen. Ja, nicht, die hat nicht 600 Verteidigungen oder wie viel der Menschenfresser Käfer hat, ich meine 600, und ist dann sofort zerstört. Oh, super Effekt, ein Monster zerstört. Mit der kannst du auch ordentlich stallen, wenigstens ein Goat und ein Edison vom. Also, ja. Es geht auch um die praktische Seite, irgendwo die Spielstärke. Da muss man ja auch irgendwo. Ja, da ist natürlich auch wieder die Frage, was soll denn dieses Set jetzt eigentlich überhaupt? Ich meine, hier sind ja wirklich viel Spalt und solche Geschichten, Fallgrube. Ich meine, das sieht ja alles nach so ein bisschen, ja, altes Yu-Gi-Oh! Aus. Sollen jetzt Leute mit diesem Bonanza-Set anfangen können zu spielen? Da frage ich mich aber, warum gab es denn letztes Jahr die ganzen alten Booster von früher? Da war das meiste ja schon drin. Und jetzt werden wir nochmal zugeschüttet mit solchen Karten, auch alles mit den normalen Artworks wieder. Also hier gibt es nur ganz wenige Highlights. Und das meiste, das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, das hat man doch alles auch schon im Speed-Duel bekommen. Ich weiß, es gibt den einen oder anderen, ich lese das immer wieder in den Kommentaren, auch bei anderen Videos, ich mag das Speed-Duel-Logo da drauf nicht. Ja, aber meine Güte, ja, oh mein für, Gott. Für einen Apfel und ein Ei bekommt man so günstig diese coolen alten Karten. Und die Qualität ist auch noch so viel besser. Ja, mein Gott, da müsste es ja die meisten Leute auch stören, dass unten auf den Karten nicht mehr Copyright bei Kazuki Takahashi steht, sondern jetzt steht da ja TV Tokyo. Das stört komischerweise wieder niemanden, ja? Also, Doppelmoral, mein Lieber, Doppelmoral nennt man das. Weiß ich nicht. Doppelmoral, das eine stört einen, das andere stört einen nicht. Ich sag mal, es ist ja nicht. Ich sag mal so für den einen oder anderen Sammler, der sagt vielleicht, ja, wenn jetzt ja alle Karten nicht das Logo drauf haben und dann ist eine dort auf der Seite, ja, kann ich noch verstehen, aber wenn es um das reine Spielen geht, da wäre mir das doch so egal, ob das Speed 0 draufsteht oder nichts oder was weiß ich. Hauptsache, ich krieg die Karten günstig und neu ran. Das ist doch eigentlich. Eigentlich zeigt das wieder, dass ich recht hatte, als ich damals gesagt habe, Speed-Duel wurde falsch vermarktet. Weil scheinbar gibt es eine ganze Menge Leute, die Bock haben auf das alte Yu-Gi-Oh! Und die alten Karten. Aber keiner hat das so richtig geschnallt, dass man das mit Speed-Duel hätte machen können. Im Großen und Ganzen. Ja, ich weiß, da gab es ein paar kleine Regeländerungen. Aber jetzt stellt Konami Speed-Duel ein und alle schreien nach den alten Karten. Und ich sitze da und denke mir, ja, die Karten gab es doch aber alle in den Boxen. Was ist jetzt los? Also da muss ich auch Konami wieder so ein bisschen in Schutz nehmen, dass ich da inzwischen an denen ihrer Stelle auch langsam nicht mehr wüsste, was eigentlich los ist hier. Also was wollen die Leute denn jetzt? Also Ich hab neulich erst gelesen von einem, ja, ich glaube, so ein Yu-Gi-Oh!-Journalist, wenn man so will, der relativ gut informiert sein soll, dass sich Konami tatsächlich irgendwie noch ein Hintertürchen offen lässt bezüglich Speed-Duel, dass sie vielleicht eventuell, falls, weil die wollen nämlich diesen Platz eventuell mit Rush-Duel besetzen, was nicht so sehr meint. Aber falls das nicht klappt, dass sie dann eventuell nochmal auf Speed-Duel zurückkommen wollen würden. Ja, also, dass oder, es da etwaige Pläne oder gibt. Einfach endlich dieses normale Klassikformat machen, was ich seit Jahren, seit es meinen Kanal gibt, sage ich, mach doch ein offizielles Klassikformat. Bums, fertig, aus. Ich verstehe es nicht, was da das Problem ist. Ich meine, bei anderen Spielen funktioniert es ja auch. Ich will jetzt niemanden hier irgendwie jetzt das Schönreden, aber wenn ich das bei Magic sehe, da funktioniert es. Sie haben so viele Formate, da ist für jeden was dabei und die werden alle supported offiziell. Und Konami stellt sich sowas von an, hier mal endlich die Wünsche der Fans, das sind ja, glaube ich, auch nicht wenig, die Bock hätten, das alte Yu-Gi-Oh! Zu spielen, ja. Dass das nach wie vor ignoriert wird und dann hauen die so ein Set raus, ja, für Anfänger ist das wieder nichts. Kann ich mir daraus ein altes Set bauen? Naja, da muss ich relativ viele Booster kaufen, in der Hoffnung, nicht zu viele von diesen neueren Karten drinnen zu haben. Also, weiß ich nicht. Also wir gucken jetzt erstmal weiter, weil das ein oder andere Highlight ist vielleicht auch dabei. Der mechanische Jäger sehe ich gerade, das war ja auch mal eine sehr teure Karte. Das ist. Finde ich nicht so schlecht. Ja. Ein Secret Rare gab es hier noch nicht. Genau. Ist eine typische Bandit Keith-Karte, wobei man die auch im Nesbitt-Deck berücksichtigen kann. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob er die hatte, aber
Das war, wie du richtigerweise erwähnt hast, eine Karte, die sehr teuer war. Die kam das erste Mal im Tournament Pack 2, glaube ich, raus. Die war damals ein Huni wert, locker. Und dann kam sie ja nochmal in der Legendary Collection raus. Das ist ja auch schon wieder 15 Jahre her. Wir lassen jetzt Speedball mal raus, weil, wie gesagt, scheinbar stört das die meisten. Wobei ich das auch nicht verstehe, wo ich da noch einen Satz sagen muss. Das Speed-Duell-Logo steht ja, ist ja nicht auf dem Artwork drauf, dass man sagt, okay, das ist jetzt wirklich so penetrant. Das ist unten über der Schrift und man sieht es nicht mal richtig. Man muss es spiegeln, damit man es ordentlich lesen kann. Also das ist halt auch so eine Sache, die ich null verstehe, wo ich sage, da verstehe ich die Menschen nicht. Klar, für einen Sammler wäre es nochmal was anderes, aber die meisten, es ging ja um den Fokus, um das Spielen, dass sie das Ja. kaufen und dann damit spielen wollen. Und da ist es vollkommen aus den Haaren herbeigezogen. Aber wie gesagt, um dann. Wie es einer geschrieben hat, bei mir ist halt dann letzten Endes doch Geschmackssache. Ja, wenn man sich da dran hochzieht, Ja, ja, das. gut, aber das ist so kleinkariert, weil, verstehst du, dann hast du die Karten und dann beklagst du dich, dass es die Karten nicht gibt, aber sie gibt es ja nur mit so einem kleinen, sage ich mal. Es ist ja nicht mal so, dass ich jetzt sagen würde, die sind alle angefressen oder sowas. Das ist ja, die Karte sieht ja. Sehen sogar noch besser aus als die normalen von der Printqualität. Ich Ja. verstehe nicht, warum die ganze Welt das nicht sieht. Oder bin ich der Einzige und vielleicht du noch, die sehen, wie sogar die Comments, wie glänzend, wie Ja. gut, in was für einer guten Das Qualität die geprintet worden sind. meine ich ja. Das meine ich ja. Ausnahme des letzten Set, was nur Amerika Ja, oh ja. exklusiv war, wo Katastrophe. Also die sieht aus wie billige Pappe. Ich sage es mal so, wie es ist. Aber wir hoffen wir, dass es im Speedwell Finals Set nicht auch so sein wird. Das wäre nämlich eine enorme Enttäuschung. Aber man erlebt ja so einiges von Konami und deswegen muss man mit allem rechnen. Ich habe jetzt mal die Liste so ein bisschen weiter noch durchgescrollt. Also hier ist Ja. ganz, ganz viel dabei, was ich ja beim Speedo halt schon gesehen habe. Aber auch wenn ich jetzt hier die magischen Hüte sehe, Kaiserlich Befehl, Hammer. Elfenzwillinge, ja, schöne Sachen. Aber ein Teil von diesen Karten, die gab es doch auch in den Yugi's Legendary Decks. Und das hatte ja auch schon einen Reprint. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ja, aber da geht es wahrscheinlich auch um den Aspekt, oder zumindest jetzt Leuten wie mir um den Aspekt, das letzte Mal, dass die ein Holoprint gehabt haben, ein magische Hüte war Pharaoh Servant. Okay, es wurde letztes Jahr Pharaoh Servant wieder raus, aber es ist halt nicht dasselbe. Aber wenn, In okay, dann, Secret also wenn Rare es. gab es die magischen Hüte, oder in Ultra Rare oder was weiß ich was, gab es, oder viele werden jetzt sagen, ein Quarter, was nicht so meine Rarität ist, aber das ist ja auch Geschmackssache, gab es die eben noch nie. Und sowas wie Raigeki in Secret Rare oder in Ultra Rare, die sind sehr teuer, mein Lieber, wenn man die sich ranholen will. Raigeki, ich meine, was war Retro Pack? War sie in Ultra Rare? Die wurde in Amerika wieder geprintet, aber zieh die erstmal, ja? Das ist hier auch das Problem. Okay, kann man sich aber leichter ranholen. Raigeki in Secret Rare, in der Legendary Collection Joey's World, glaube ich, das letzte Mal. Das ist jetzt schon für 15 Jahre her. Also, okay, Raigeki kam jetzt in einem neuen Artwork wieder raus, ja. Aber dann musst du mal die Preise jetzt wieder ansehen. Das ist bei 7 € steigend, weil das gibt es nur einmal in diesem Artwork. Und deswegen springen alle darauf, wie die Fliegen oder die Motten ums Licht quasi. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, es nochmal günstiger zu machen. Dazu hast du es in fast sämtlichen Raritäten. Also so schlecht finde ich es nicht. Und Raigeki ist nach wie vor ein guter Boardbreaker, spielstark Ja, gesehen. aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass das Einzige, was dieses Set ja eigentlich bietet, ist alte Karten in einer neuen Rarität. Also, ich finde das jetzt echt ein Ja. bisschen mau. Also, wenn hier wenigstens ein, zwei spektakuläre exklusive Artworks. Ich bin inzwischen sehr Magic verwöhnt, muss ich sagen, weil da gibt es am laufenden Band Full Arts, Alternativ Arts. Das ist selbstverständlich, dass das da rauskommt. Da habe ich jetzt nochmal so einen anderen Vergleich und da finde ich das echt mager, was hier von Konami abgezaubert wird. Wie ich auch hier schon wieder sehe, das dunkle Magiermädchen haben sie gleich in drei verschiedenen Artworks drin, die wir alle allerdings schon bekommen haben. Ja, weiß ich auch nicht. Hat es die jetzt auch noch mal gebraucht? Gleich auch noch dreimal. Es holt mich jetzt alles auch nicht so ab. Ja, hier, Brecher, Na, Brecher, also. magischer Krieger. Das Ding gab es auch im Speed-Duel schon. Das ist auch nichts Besonderes Ja, mehr. gut, aber Speedduell sind die meisten Leute, fahren die ja meistens. Ich weiß, was mich. Es stört mich persönlich jetzt. Stört dir was ganz anderes. Das hier sind jetzt 200 Nostalgie-Karten. Wahrscheinlich sind es mehr. 78 Karten sind Karten, die für die Meta relevant sind. Und jetzt kommt die Pointe in der ganzen Geschichte. Ich habe mir
mindestens 13 oder 14 verschiedene Openings, sowohl von den Vereinigten Staaten als auch einige in Deutschland angesehen. Mhm. In einem Booster sind 5 Karten. Und von diesen 5 Karten sind 4 Karten durchschnittlich meistens Metakarten. In nahezu jedem 4 Metakarten und eine einzige Nostalgiekarte. Das ist doch vollkommener Blödsinn. Da kriege ich in 24 Boostern kriege ich 24 Nostalgiekarten. Der Rest ist für mich doch Schrott. Ich habe mit der Meta doch nichts am Hut. Das kann man doch nicht allen Ernstes als Nostalgie-Set deklarieren, wenn die Minderheit davon ein Metas, das ist ein Metaset. Diese Minderheit ist Nostalgie. Die Mehrheit des Sets, weil von 4 von 5 Fällen in einem Booster Metakarten drin sind, ist das ein Metaset. Punkt. Da muss ich das ist ein kleiner Etikettenschwindel, wenn ich hingehe und sage, dass das ein Nostalgie-Set ist. Und dann haben wir einen Kartenpool von mindestens 200 Karten. Jetzt habe ich auch noch Wünsche. Ich will die in einer Rarität haben. Ja, Mensch, dann geh doch hin, bring die in 2 Raritäten. Dann ist es wahrscheinlicher, dass ich die auch in der geeigneten Rarität. Das sind 5 oder 6 verschiedene Raritäten. Was soll ich denn damit? Das ist die pure Verarsche. Ich sage mal so, wie es auf gut Deutsch gesagt. Wenn man so ein Set rausbringt, dann geht man nicht hin. In Klammern, der Name ist lächerlich, da brauchen wir uns nicht, es hätte ein vollkommen anderer Name auch sein können, aber der Name ist vollkommen von den Haaren herbeigezogen. Der hat so viel mit Yu-Gi-Oh! Zu tun oder mit den alten Sets wie eine Zitronenpalme mit der Antarktis, nämlich gar nichts. Dann hätte man hingehen müssen und sagen müssen, okay, Nostalgie-Set, dann gehe ich und mache die Mehrheit der Karten in diesem Set, nicht nur die Mehrheit der Karten, sondern auch die Mehrheit in einem Display Nostalgie-Karten rein. Und nicht, ich mache Mehrheit der Karten Metakarten, dann nennen das Ding Metaset. Da werden sich auch alle einig, das ist ein Metaset. Das ist kein Nostalgie-Set. Abgesehen mal von der Pull-Ratio. Das ist auch noch ein anderer Punkt. Ich hab mir einen jetzt angesehen, der hat einen Case aufgemacht. Und der hat einen guten Teil von den Nostalgiekarten gezogen, aber alles in verschiedenen Raritäten. Und jetzt kommt noch was hinzu. Und das ist halt noch der Punkt. Nostalgiekarten, die wirklich sind allen Ernstes hingegangen, es ist die Minderheit in einem Display, Nostalgiekarten. Okay. Aber dann noch Shortprints dabei bei den Nostalgiekarten. Das heißt, wenn du hingehst, es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass du deine Karte ziehst, die du willst. Stell dir mal vor, ich bin jetzt einer, der sagt, von dem Nostalgie-Pool will ich eigentlich nur 2 oder 3 Karten. Gibt es ganz viele Leute da draußen. Die, wie du sagen, Raigeki, Spalt, ja, was soll ich damit? Gibt es vielleicht 5 oder 6 Karten oder von mir aus mal 10 Karten, die ich haben will? Da sind auch noch welche davon short geprintet. Was willst du denn jetzt machen? Also mit anderen Worten, es ist für mich eine Steigerung zu der TIN im negativen Sinne. Es erinnert mich auch sehr. Kartenpool gehabt. Ja, also es erinnert mich auch sehr an die TIN. Genau. Ja. Ja, wir hatten 400 Kartenpool gehabt und ich habe mir mal Leute angesehen da in dem Bezug auf die TIN jetzt, die einen Case aufgemacht haben und nicht mal die Hälfte von dem gezogen haben, was sie haben wollten. Und so ähnlich ist es hier auch. Also ich muss auch sagen, viele Karten, die ich jetzt hier gerade, ich gehe ja nebenbei das Ganze hier so ein bisschen durch und schaue, ja, was Interessantes dabei ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ganz viele Karten davon, die sehe ich auch auf Flohmärkten, in irgendwelchen Wühlkisten, da ganze Boxen voll. Also es ist wirklich nur eine reine Raritätsaufwertung größtenteils. Also wenn es jetzt das Spielen geht, wenn jetzt einer sagt, ich möchte gern ein altes Format spielen und braucht da halt die ganzen Karten, da komme ich auch besser. Ich gehe auf den Flohmarkt und nehme mir so eine ganze Box für 5 Euro mit. Da habe ich eigentlich auch so gut wie alles drin. Wir wollen ja jetzt Speedduel nicht so oft erwähnen. Ich bringe den Punkt jetzt wieder, aber die Wahrheit ist, so ein Speedduel-Set kostet 20 Euro und da hast du 3/4 der Karten, die hier drin sind, hast du drin. Es ist wirklich so. Sind dann halt alle entkommen, aber ist halt so. Das sind jetzt keine besonderen Karten, dass ich sagen würde, die gibt es gar nicht mehr. Die wurden jetzt seit 20 Jahren gar nicht gereprintet. Mir ging es um die Rarität. Ja, das war halt mein Punkt gewesen. Ich bin schon cool, muss ich auch zugeben, dass solche Karten wie Karten der sicheren Wiederkehr in Secret Rare kommen.
erstmal, dass die überhaupt wiederkommen. Aber ich glaube, Karte der sicheren Wiederkehr, war die nicht auch im Streets of Battle City? Nee, war sie nicht. Das ist eine Karte tatsächlich, die auch in keinem Speedwell-Set vorkam, die wirklich das letzte Mal, glaube ich, in irgendeinem Structure-Deck drin war. Und das ist mindestens 10, wahrscheinlich 15 Jahre her. Und die dann jetzt auch nochmal als Ultra, als Super und als Secret Rare zu kriegen, finde ich schon cool. Oder so Sachen wie Kalte Welle. Die gab es noch gar nicht als Holoprint. Oder hier, diese Hitzewelle-Karte, die ja auch jetzt wohl auch so ein bisschen mehr Meta-Relevanz ist, auch. Elegante Wohltäterin, mein Lieber. Das sind Karten, es sind auch nicht so viele, Ja, aber das sind halt Karten, wo ich dann sage, aber Frage, so, nun. was sollen denn Sammler wie ich damit? Ich habe das Original aus dem originalalten Set. Ich meine, das sind alles nur Reprints, über die wir jetzt reden. Der eine oder andere mag jetzt vielleicht sagen, okay, mir gefällt die Rarität ist besser, okay, dann kann er die gerne austauschen, aber für einen Großteil ist das doch überhaupt kein Mehrwert. Also was soll ich denn zum Beispiel mit, was hatte ich denn gerade gesehen? Ja, die haben ja zum Beispiel auch die drei ägyptischen Götterkarten mal wieder drin. Ja, wir kommen ja so selten. Da haben sie auch dann diese Movie-Artworks genommen, wie ich das hier sehe. Und ja, was soll ich jetzt damit? Ja. Die hab ich schon. Die habe ich aus dem damaligen Movie-Pack. Das ist für mich ein bisschen mehr wert als jetzt so eine Reprint mit neuer Rarität. Was kann ich nichts mit anfangen, ja? Vollkommener Blödsinn. Für Also, mich vollkommener Blödsinn. wenn die Die drei wenigstens. ägyptischen, ja. Wenn die wenigstens noch, wie gesagt, irgendein Alternativ-Artwork oder ein Full-Art das wenigstens gemacht hätte. Ich meine, diese Artworks gehen ja meistens weiter. Ja, wenn man das manchmal so sieht in diesen Ja. Artwork-Books, die sie da manchmal rausbringen, meistens nur in Japan natürlich, da ist ja viel mehr eigentlich noch bei den Artworks. Und das alles nochmal als Full-Art oder so, wo ich gesagt hätte, okay, die Karte habe ich schon, aber in Full-Art, das hat schon was. Das ist schon mal wieder so ein Mehrwert, den ich gerne mitnehmen würde. Aber hier ist es wirklich so, boah, weiß ich nicht. Generell mal so eine Frage an Also, dich. Was ist denn ja. hier eigentlich der Plan? Ich erkenne so grob, dass man angefangen hat beim Königreich der Duellanten sozusagen. Ja, blau ich weiß Drache, dunkler Magier und so weiter, etc. So die Anfangszeit mit Menschenfresser Käfer, was wir ja gesagt hatten, Magierin des Glaubens, Sangan und so weiter. Wollten die jetzt so ein bisschen auf die Arcs eingehen von der Serie oder ist das jetzt wirklich eher so rein auf das Kartenspiel gesehen? Mir kommt es so ein bisschen mehr so vor wie so die Anfangszeit der Karten und dann geht man so durch die Sets nochmal so grob durch so und ignoriert eigentlich das, was Ja, im Anime das ist. gespielt wurde. Weil mal ganz ehrlich, wenn wir hier wirklich ein richtiges Nostalgie-Set hätten und es sollen halt Karten sein, die schon existieren, warum ist denn zum Beispiel nicht Kagemusha der blauen Flamme hier drin? Das ist die allererste Karte, die jemals gespielt wurde, sowohl im Anime als auch im Manga. Wo ist Ja. die? Wo ist die bitteschön? Also, was sie hier gemacht haben, ist für mich eigentlich fast eindeutig. Sie haben Rosinenpickerei betrieben. Sie sind quasi in der Zeit rückwärts gegangen und haben Karten genommen, die im Anime vorkamen, und zwar in sämtlichen Arcs. Und da vielleicht so eine Art Highlights, weil man sieht ja, wenn sie grob durchgehen, dann haben wir ein bisschen Duelist Kingdom, dann haben wir Battle City. Vom Orichalcos Arc habe ich hier fast gar nichts, sehe ich hier nichts. Ist hier keine heiligen, also keine legendären Drachen, das haben sie einfach übersprungen. Das ist halt das, wo ich auch immer sage, Konami macht sehr viel auf Willkür, wo wir ja schon spekuliert hatten, ob irgendwelche Bots dran gesetzt worden sind. Virtual World Arc ist auch quasi nichts vorhanden von. Die ganzen Spirit Monster, ich hätte mal mich gefreut, wenn Yatagarasu endlich mal wieder ein Secret Re Reprint gehabt hätte, hätte er seit Legacy of Darkness nicht gehabt. Exodia Necros wäre auch diesbezüglich ein Beispiel, ein Secret. Wir haben sie jetzt zwar, aber ich meine nur, ja, dass man auch eine Struktur dahinter erkennt. Dass man sagt, okay, wir sind hingegangen, haben da was, da was, da was drauf, sondern nein, wir haben einmal Duelist Kingdom, ein bisschen Battle City, dann sind sie gesprungen über das Virtual World Arc, Orichalcos Arc, und dann sind sie schon fast bei GX gelandet. Und dann siehst du so Sachen wie Cyber End Drache, Jubel. Komischerweise fast erstmal nichts von 5Ds, aber dann springen sie total, also quasi wieder von GX auf 5Ds. Dann siehst du Sachen wie den Gerümpel-Synchronisierer oder so, also Yusei-Geschichten. Und ja, also das ist halt das, was ich meine. Auch antike Antriebszeugs und so. Es ist halt immer diese Willkür, die da einen Tag gelegt wird, wo du dann halt siehst, nach A kommt B, aber nach B kommt nicht C. Ja. Ja, in der Struktur, in der Reihenfolge, in der Logik. Sondern nach B kommt plötzlich E und nach E kommt plötzlich X. Jetzt krass ausgedrückt. Ja. Was steckt denn dahinter? Wo ist denn die Logik? Ist man hingegangen, hat man hier, weiß ich, Glücksrad gespielt und dann
war da einmal GX, einmal Duelist Kingdom, einmal Battle City und wie so und so weiter. Die anderen drei hat man komplett rausgenommen aus dem Glücksrad und dann hat man immer wieder irgendwelche Karten. Die haben ja dann ikonische Karten auch genommen, keine Frage. Wobei ich zugeben muss, auch das muss ich sagen, Blue Eyes und Dark Magician kommen ja links und rechts raus. Wobei, aus den Ohren aus, wobei, da hätte man was machen können. Beim Weißen Drachen hätte man endlich mal den Weißen Drachen aus der Jump Artwork reprinten können nach x Milliarden Jahren. Ja. Das Ding kostet einen Fuffi. Du, ich sehe es nicht ein, für Glitzerpappe 50 Euro mehr auszugeben. Sehe ich einfach nicht mehr ein. Vielleicht, weiß nicht, wachse ich, entwickle mich weiter, wie auch immer, werde reifer, wenn man so will. Aber ja, ich sehe das einfach nicht mehr ein. Weißer Drache aus dem Anniversary Pack, genau da, derselbe Schinken. Hat man seit 15 Jahren nicht mehr gereprintet, oder seit 20 Jahren nicht mehr. Das Ding kostet, die Preise gehen durch die Decke, bis zum geht nicht mehr. Ich beobachte es auch immer und, wieder und ich vermisse auch wirklich, dass sie diese ganzen Jump Artworks einfach nicht bringen. Es gibt ja wirklich auch einige Artworks von diesen blauäugigen weißen Drachen und dunklen Magier, die wir noch nicht bekommen haben. Was ist zum Beispiel mit den aktuell erschienenen Quarter Century Artworks? Gab es ja auch. Wir haben ja jetzt in der Tin von dem Magiermädchen und vom rotäugigen schwarzen Drachen diese neuen Artworks bekommen. Wo bleiben denn die vom blauäugigen weißen Drachen und dunklen Magier? Wenn nicht in diesem Set, wo bleiben die bitte schön? Nicht, dass die jetzt super toll sind, aber es wäre halt mal ein neues Artwork gewesen. Warum ist das hier nicht drin? Oder kommt das ja, noch? Das sind schon mal, das sind alles Versäumnisse einerseits. Andererseits, wo du gerade die drei ägyptischen Götterkarten genannt hast, warum ist man nicht hingegangen? Ja. Ich weiß, die kamen in diesem Stainless-Steel-Ding, aber man hätte die dann doch nochmal in dem Artwork rausbringen können. Sind sie doch bisher nur einmal und die waren wirklich arschteuer, dass ich jetzt mal auch sage, Otto Normalverbraucher, die in einem altägyptischen Artwork sich hätte leisten können. Nicht in dem Artwork, wie es jetzt kostet, schon ein Apfel und ein Ei. Ich rede jetzt auch von der Preisrelevanz irgendwo. Das ist einfach, weil jetzt diese Stainless-Steel-Dinger, die kosten, ich weiß nicht, ein paar hundert Euro. Aber wenn man die jetzt nochmal gebracht hätte, dann wären die vielleicht nur noch für ein paar Euro, vielleicht für einen Zehner, dann hätte ich auch ich mir die leisten können beispielsweise. Weil da hätte ich Bock drauf gehabt. Dieses mystische alte Ägypten. Gibt auch bei mir im Kanal so ein Alt-Ägypten-Deckprofil, dann da würde ich die auch reinbringen. Dann das hätte man, da hätte man mehr richtig gemacht, als die jetzt schon wieder in einem Artwork zu bringen, was wir schon hatten und was auch nicht fast nichts kostet. Ja, die kosten dann jetzt ein paar Euro und dann kosten sie ein paar Cent. Aber weißt du, Artworks, wo die Preise bei 100 und mehr Euro liegen und da könnte man doch mal was machen. Das würde mehr Sinn wenigstens ergeben. Natürlich, ganz neue Artworks wären noch cooler, aber ich meine nur, wenn man das schon noch nicht macht, dann hätten wir das wenigstens derart gestalten können. Also ich bin jetzt gerade noch mal so ein bisschen durchgegangen. Es ist für viele, denke ich, wieder so ein Set, wo man besser auf Einzelkarten geht. Was ich jetzt so rausgesucht hätte, was ich ganz okay finde, wenn man es vielleicht noch nicht hat. Also hier Duellturm und Duell Academy, die kamen ja in den Maze of Memories raus. Ja. Oder Maze of... Wenn man die da nicht, wenn man sie da noch nicht bekommen hat, hat man hier halt nochmal die Möglichkeit in einer anderen Rarität. Auch dieses 1-2-Duell-Dings davon, also Anspielung auf 5Ds, war auch im Mass of Memories da drin. Der von dir angesprochene Vampirlord, das ist natürlich eine nette Sache, das ist okay. Hammer. Mechanischer Jäger, habe ich ja schon gesagt. Geistersensemann fand ich jetzt noch ganz interessant, weil den habe ich, glaube ich, in einem nicht so guten Zustand. Das wäre auch nochmal eine Überlegung, den in einer höheren Rarität im guten Zustand so zu bekommen, Dunkler Paladin ist eine gute Idee, aber auch da frage ich mich, warum hat man nicht beide Artworks benutzt oder sogar drei? Es gibt ja sogar drei von ihm. Das hat mich sehr gestört, weil den schwarzen Paladin, jetzt fange ich wieder mit Speedduell an, aber in Speedduell hat man den sogar in Secret Rare geprintet und in Common gab es den auch. Und in den Legendary Decks, hast du ja auch angesprochen, war der schwarze Paladin, zwar nicht als Holo, aber immerhin auch als Common drin, auch mit diesem Artwork. Da wäre ich hingegangen, entweder ein ganz neues oder was mir am besten gefällt, dieses ganz OG alte Dark Paladin Artwork, wo man ihn so groß sieht mit diesem Schwert im Vordergrund. Ich habe die Karte hier irgendwo, das war das im Magician's Force, das kam die mit dem ersten Artwork. Das war das beste Artwork für mich als Schwarz von schwarzen Paladin.
Und den hätte man hier nochmal bringen können, finde ich. Nicht den, den man schon x-mal geprintet hat. Den hatte man ja auch in der Yugi Collectors Box, glaube ich, oder in der was, Also, Collectors Box. wir beziehen uns jetzt natürlich Da jetzt war die erstmal auf Infrared die drin. Cardluster-Aktualität hier. Meistens stimmt das alles. Also, falls hier ein Artwork doch noch dazukommen sollte oder nicht stimmen sollte, ja, dann entschuldigt das bitte. Das kann natürlich auch vorkommen, dass die Liste jetzt nicht Ja, hundertprozentig okay ja. ist. Wir können jetzt nur das nehmen, was uns Ja. hier jetzt angezeigt wird. Ich hatte noch Deck-Vernichtungsvirus. Ja, das ist irgendwie so eine All-Time-Favorite-Nostalgie-Karte. Das ist schon ganz hübsch. Kraftvoller Virus ist auch nochmal so ein Ding, was ich noch nicht so oft gesehen habe. Das ist ganz okay. Ja, kann man. Also da kann ich auch, das kann ich schon Und nachvollziehen. dann hört es eigentlich Was auch schon mich, auf bei ja. mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann war es das schon mit der Nostalgie-Pool-Liste, was mich sehr traurig macht, weil da wirklich nicht wenig dabei war. Auch der Strike Ninja habe ich vor uns gesehen, war auch noch dabei. Ja, den habe ich auch original aus Invasion of Chaos. Den würde ich gar nicht Ja, schon. ersetzen wollen. Also, wir können jetzt nochmal bei der normalen Liste durchschauen. Die ist ja auch nicht gerade kurz. Ganz kurz, die haben hier jetzt angegeben als letzte Nummer 276 Karten momentan. Du hast ja schon gesagt, dass da wahrscheinlich ein größerer Pool bei rauskommen könnte. 400 Varianten ist hier angegeben. Also wenn ihr da explizit eine bestimmte Karte in einer bestimmten Rarität haben wollt, viel Glück. Mehr kann ich da leider nicht zu Ja, sagen. Also krass. meine Empfehlung an jeden Einzelnen da draußen, holt euch Einzelkarten. Das Set lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht ein bisschen, sondern es lohnt sich gar nicht. Ein Display sowieso ist auch schon zu wenig. Ab drei Displays aufwärts, würde ich sagen, kann man die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Aber wer wirklich die Sachen ziehen will in der Rarität, der muss sich ein Case holen. 1000 Euro, viel Erfolg. Wer davon lebe ich? Oh ja, wenn man mir die Miete noch dazu, okay, wenn man Miete, würde ich sagen, 4, 5 Monate. Ansonsten würde ich sagen, ein Jahr. Wenn ich jetzt nur so essenstechnisch sagen würde, ein halbes Jahr auf jeden Fall. 1000 Euro. Weil, es letzten Endes, ich weiß, es ist quasi ein Hobby und wir lieben es alle, aber letzten Endes ist es Glitzerpappe. Und von der kann man sich auch nicht ernähren. Also ich würde sagen, das ist nicht sehr nahrhaft. Auch wenn jetzt Leute wie Nivska irgendwie den Harpyien-Federsturm dann fast gegessen hätten. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst von Nivska. Grüße Nee, an der Stelle. kenne ich Der nicht. dann bei der, ich glaube, bei der Rarity Collection 1 war es, da hat er die Sachen gezogen und dann bei Harpyien-Federsturm in Secret Gen habe ich mir gesagt, hätte er mir lieber die geschickt, als dass er die gegessen hat. Und die hat er dann, so sage ich mal, mit einem sehr genervten Gesicht hat er die dann Hat er sie so oft gehabt verspeisen oder wollen. was? Und nee, weil die ihn am Arsch vorbeigeht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er ja ein Metaspieler ist und jetzt wirklich für jemanden, der Casual spielt, wäre das eine hammermäßige Karte. Dann hat er die gekaut und dann hat er doch gemerkt, dass sie nicht so gut schmeckt und hat sie ausgespuckt. Aber der Punkt an der ganzen Geschichte ist, es lohnt sich null. Das Weißt Set du? kostet fast 100 Euro. Ein Display kostet fast 100 Euro. Das ist dreist, aber dann auch noch die Pull-Ratio derart in den Keller zu bringen, ist nun mal quasi ein Doppel an Dreistigkeit. Weißt du, was ich jetzt Wenn man so bei will. der neuen, also ich sage jetzt mal bei der neuen Liste jetzt nicht so ganz verstehe? Hier ist zum Beispiel Gefahr Bigfoot. Bei der ist mit beiden Artworks vorhanden. Ja. Warum? Warum hat man bei ihm jetzt gesagt, ach ja, dann nehmen wir beide Artworks. So, das ist, also Weil das Magiermädchen ist ja auch so. ein Ja, Weil? meine Theorie, bei mir entwickelt sich ja gerade eine neue Theorie im Kopf und die ist eine kleine Diskriminierung der Casuals und eine Hervorhebung der Metaspieler, dass ich das sagen muss, weil irgendwie bei den, weil es ist ja nicht nur jetzt in Bezug auf dieses eine, auf diese Karte so, sondern ich glaube, einer für einen kriegt auch zwei verschiedene Artworks. Polymerisation ist, glaube ich, in drei verschiedenen Artworks da drin. Okay, könnte man jetzt sagen, da fühlen sich Casuals auch befriedigt. In dem neuen Artwork werde ich mir die auf jeden Fall ranholen. Ist nämlich ein neues Artwork auch dabei. Ich weiß nicht, ob das ein Manga-Artwork etwa ist. Weil ich den Manga ja nicht irgendwie den vielleicht angriff. Also bis ein paar Seiten habe ich gesehen, aber jetzt nicht insgesamt. Aber dass jetzt bei den Metakarten quasi mehrere Artworks vorkommen und bei den Nostalgie-Karten. Gibt es da irgendeine Karte mit mehreren Artworks? Nicht, ich erinnere mich nicht, dass da irgendeine war.
Ja, wie gesagt, also bei der Nostalgie-Liste jetzt, da war jetzt eigentlich nur das dunkle Magiermädchen mit alternativ Artworks In zwei vorhanden. Artworks. Okay, eine. Ja. Okay. Aber bei den anderen nicht. Nee, das wüsste ich jetzt auch nicht. Nee. Mhm. Also nicht mehrfach. Also Interessant es wird. ist teilweise ein Ja. Alternativ-Artwork drin, aber dann aber auch nur das. Also jetzt zum Beispiel vom geflügelten Drachen des Ra ist nur das von dem Moviepack drin und kein anderes von ihm. Richtig. Aber jetzt, so wie du gefragt hast, nee, ist, da ist. Und genau das meine ich. Also das, wo ich dann mir so ein bisschen, verstehe mich jetzt nicht falsch, ich komme mir nicht diskriminiert vor, aber so ein bisschen vernachlässigt, wenn man so will. Weil ich finde, dann sollte man halt so das Gleichgewicht haben, wenigstens, dass man die Fairness bringt und dann in beiden Pools mehrere alternative Artworks anbietet und jetzt nicht nur einmal wie beim Schwarzen Magiermädchen. Also ich finde die Idee ja gar nicht grundsätzlich schlecht, dass man in so einem Ding hingeht und dann mehrere Alternativ-Artworks macht. Also wenn man das noch ein bisschen mehr und öfters gemacht hätte, und wie ich dir gesagt habe, beim Weißen Drachen beispielsweise, die aus der Jump oder Anniversary Pack, wenn man solche Sachen mehr oder öfters gemacht hätte, dann wäre das Set immer noch nicht gut, aber es wäre besser schon mal. Das wäre ja schon mal was. Einfach wegen der Pull-Ratio und wegen einfach auch der Verteilung. Das ist Ich vollkommener sehe Quatsch. gerade, es gibt, glaube ich bin mir nicht sicher, ist von der Super Kanonenpanzerzug Juggernaut Liebe, was für ein Name. Das ist, glaube ich, ein neues Artwork, oder? Es ist zumindest ein Alternativ-Artwork. Ist es hier neu in diesem Set dann? Weil dann hätten wir das erste wirklich neue Artwork, wenn ich mich nicht irre. Super Nee, Kanonen. das ist warm. Weil normalerweise sieht man da so eine große Kanone. Nicht, dass ich wüsste. Leute, wenn ich jetzt irgendwelche Falschinfos daraus gebe, dann ja, korrigiert mich ruhig in den Kommentaren, weil auch ich weiß nicht alles. Aber ich weiß, dass es die noch in einem anderen Artwork gibt. Und dass ich in diesem Artwork, ich persönlich, noch nie gesehen habe. Das heißt, es könnte durchaus sein. Oder es ist, glaube ich, Moment, stopp, nein. Das ist, glaube ich, sogar eine andere Karte, weil die andere heißt, glaube ich, nur Superkanonenpanzerzug, meinst Also du? ich habe es gerade mal hier in der Liste Mal gucken. aufgerufen vom Cardcluster. Also das Artwork gab es auch schon bei Legendary Duelist Sisters Ja. of the Rose, war das schon mal drin. Bei Legendary Duelist Season Okay. 2, bei Maximum Gold Eldorado. Ja, okay. Also okay, Und es ist sogar kein neues. das ist jetzt peinlich, weil das sind Sets, die ich auch sogar mehrfach geöffnet habe, teilweise, wo ich noch Sachen von zu habe. Aber ich meinte eigentlich, das wäre ein anderes Artwork gewesen, aber okay. Dann nächste Frage. Du hast ja die Liste auch schon dir angeschaut. Sind da komplett neue Karten auch drin oder sind das alles nur Reprints? Gar nicht. Also ich habe keine einzige Karte gesehen, zumindest vom Nostalgie-Kartenpool, was komplett neu ist. Ich glaube, bei den Bei Himmelsjägern, dem Meta, weil da sind so ein paar Karten, ja. bei den Metas bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich bin ja kein Metaspieler und infolgedessen komme ich da, Weil es sind hier ja. vereinzelt Karten dabei, die sind nur im japanischen Layout hier zu sehen. Ich schätze mal, das sind neue Karten. Das war jetzt hier und da mal so der Fall. So, habe schon so zwei, drei gesehen. Ja. Also hier scheint auch was Neues drin zu sein. Toll. In so einem riesen Set auch mal neue Karten. Wow. Wäre aber dann wiederum auch vernichtend, weil das wären dann alles nur Metasachen, die in einem neuen oder neue Karten, wo neue Karten dabei sind. Und für die, sage ich mal, Nostalgie-Karten-Pool war keine einzige neue Karte dabei. Das waren alles alte Karten. Hätte man total nutzen können, hätte man neue Anime-Karten bringen können. Zum Beispiel die von der Animation Chronicles hätte man zum Teil auch von. Oder auch generell ganz neu, auch schon wieder eine verpasste Chance, meines Erachtens. Aber dass man dann hingeht, neue Meta oder neue Karten reinmacht, in die quasi Meta-Relevanz hat, aber dann wiederum, wenn man so will, die andere Seite der Waage nicht berücksichtigt, das finde ich halt auch nicht fair, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss man irgendwo auch in Rechnung tragen, Also, meiner ich habe Meinung nach jetzt bei zumindest. dem ganzen Gemecker, ich habe jetzt tatsächlich einen Pluspunkt wieder entdeckt, für mich persönlich allerdings nur. Die Polymerisation, wie du schon angesprochen hast vorhin, ist tatsächlich in diesem alten, ja, ich kenne es aus dem Anime-Artwork zu sehen. Also wirklich diese zwei Monster, die so wie in diese Karte reinfliegen oder so, die ist hier tatsächlich auch drin. Die bräuchte ich für mein Ja. Pegasus-Deck, weil die habe ich nur in Koreanisch damals gekauft, weil es war die günstigste und ich habe nicht eingesehen, da mehr Geld für auszugeben. Das wäre etwas, wo ich sagen würde, ja, die würde ich tatsächlich mir holen, um eine Karte, die ich bereits besitze, auszutauschen. Ja. Ja, aber schau mal.
Schau mal, die Polymerisation gibt es sogar in einem neuen, Ja. alternativen Artwork, das wir so noch nie hatten. Das heißt, das ist auch ein Pluspunkt, ist aber quasi im Metakartenpool drin. Ja, Und jetzt könnte komischerweise. man natürlich sagen, okay, es ist auch was für Nostalgiker, aber das hat man so ein bisschen, hat man quasi denen zugewiesen und da ist man nur hingegangen, hat man, ja, dann ist man hingegangen, hat man zwei Fliegen mit einer Klappe, relativ zufällig, wenn man so will, geschlagen, weil natürlich in erster Linie der Metabezug oder die Metarelevanz das Essentielle ist hier. Aber hey, komm, es ist wirklich ein, wie du gerade schon gesagt hast, ein neues Ja. Artwork. Das ist schön und Kann man so hätte wirklich. es ja halt gern weitergehen können. Bei vielen anderen Ja. nostalgischen Karten hätte man wirklich noch eine Genau. Alternativ-Artwork-Version bringen können oder zumindest mal Full Art. Also wirklich sagt, hey Leute, hier, bitteschön, wurde lange danach gefragt, wir haben jetzt auch mal Full Art. Weil bei Rush Duel gibt es das ja. Warum geht das bei Rush Duel und bei Ja. dem normalen nicht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das Ich wirklich nicht. bin ja nicht so ein großer Fan von den Full Arts, weil einfach im alten Anime waren zwar, ja, also es war auch nicht komplett Full Arts. Also das waren ja auch, da war auch immer dieses gelbe, verstehst du, was ich meine? Also das waren große Artworks, aber es waren keine kompletten Full Arts. Mit anderen Worten, also ja, bei mir ist halt einfach dieser Anime-Bezug halt auch essentiell und ich finde die Full Arts nicht komplett schlecht, wäre für mich aber dann wieder was, wo ich quasi neu bewerten müsste. Also das ist Es das. gab ein paar Full Arts, die ich gut fand, aber jetzt so über den Daumen alle würde ich jetzt, ich würde nicht pauschal sagen, dass ich alle Full Arts gut gefunden habe. Also, Es ist ja muss ich auch bloß abwägen. das, was ich halt auch sehr oft von anderen immer höre. Das ist eine sehr häufig Ja. geäußerter Wunsch, dass man Ja. halt mal Full Arts halt auch bringt. Wie gesagt, das muss man ja auch nicht unbedingt immer für Spieler, aber für Sammler oder so wäre das einfach nochmal eine schicke Sache. Das, was man halt ohne Probleme machen könnte, ja. Also. Ja, hätte man machen können, hat man aber auch nicht gemacht. Was ich damit auch mal jetzt zum Ausdruck bringen will, ist einfach, dass man immer wieder Chancen verpasst, liegen lässt, wo doch auch Konami mittlerweile weiß, dass die Community genau diese Dinge will. Und deswegen bin ich etwas erstaunt eigentlich, weil ich wollte eigentlich auch ein Video machen, dann kommen wir vielleicht nächstes Mal dann dazu, weil jetzt ist auch schon noch vereinnahmt. Vielleicht können wir es ein bisschen auch anreißen, aber Anfang nächsten Jahres kommen Sets, aber insbesondere ein Set raus, wo ich das Gefühl habe, Konami hat verstanden. Ja, also was es jetzt den Kartenpool angeht und so weiter. Ich rede Ja. vom Maze of Masters Set. Und da verstehe ich nicht, warum man dann, die hätten das Ding ja so machen können. Nur dann geht nicht hin und deklariert das Ganze als Nostalgiepool. Weil das suggeriert einfach, dass man leicht an so Nostalgiekarten rankommt, was nicht der Fall ist. Und oder dass die Mehrheit des Sets Nostalgiekarten ist, die man halt auch kriegt. Aber dann musst du auch in einem Display hingehen und es Mehrheit eines Displays auch dadurch zu bestehen. Nicht, dass die Mehrheit des Sets ist Nostalgie, ja. Aber weißt du, dann unter vorgehaltener Hand kannst du die Mehrheit oder diese Nostalgie-Set oder die Nostalgiekarten kannst du so nicht ziehen, wie du sie haben willst in einem Display. Das heißt, du kriegst die Minderheit im Ergebnis raus als Nostalgiekarten. Und die Mehrheit sind Metakarten in einem Display oder von mir aus auch ein Booster, wenn man es auf die erste Metaebene runterbrechen will. Ja, und über das letzte Set in dem Jahr müssen wir jetzt gar kein Wort verlieren. Speedwell Final Set, um mal ein kleines anderes zu machen, da ist leider ja noch nicht alles bekannt. Also da müssen wir vielleicht nochmal ein separates Video zu machen. Aber ja, also Uhrwerk-Ritter zum Beispiel auch eine Karte, wo halt auch eine Karte ist, die Nesbitt ja benutzt hat seinerzeit. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Und die jetzt so eine Meta-Relevanz hat, dass es eine Metakarte ist, aber auch total die Nostalgiekeule halt dabei mitschwingt. Da kann man sich halt nicht beschweren, weil es faktisch halt beides ist. Aber es ist halt nur deswegen gemacht worden, weil es in der Meta jetzt eine Relevanz ist. Und deswegen ist es auch im Metakartenpool und nicht im Nostalgiepool drin. Deswegen ist es halt immer so was zähneknirschend. Klar, im Ergebnis kann ich jetzt sagen, auch bei Sachen wie Polymerisation oder Monsterreanimation bin ich da halt froh drüber. Aber es ist einfach, weil es auch in dem Metapool drin ist. Wenn es nicht meta-relevant wäre, dann hätten sie es gar nicht da reingetan. Also von daher. Ja, also zusammenfassend kann Wenn man man so will, der sagen, Zufall hat uns begünstigt.
Also zusammenfassend kann man sagen, die haben hier zwar teils neue Karten und auch Alternativ-Artworks drin, aber insgesamt, also wir haben ja eigentlich schon gemerkt, dass Konami hat ja irgendwie die Kritik schon wahrgenommen und hat ja auch schon angefangen, da jetzt Ja. scheinbar in die Richtung zu steuern. Du hast ja gerade angesprochen, auch mit dem Maze of Master Set und so weiter. Da kommen ja dann wirklich fast zu 100% die Sachen, die man sich gewünscht hat. Daher bin Ja, ich umso ja, enttäuschter ja. von diesem Set eigentlich. Also Quarter Century Exakt. Bonanza, das hat für mich unglaublich wenig zu bieten. Also ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, aber ich finde, hier ist echt wenig, wo ich jetzt sage, hey, cool, die mal wiederzusehen oder ja, oh, die habe ich noch gebraucht oder das wäre noch mal eins zum Ersetzen für meine Sammlung. Das ist wirklich ganz, ganz wenig. Das kann ich, glaube ich, an zwei Händen wirklich abzählen, wenn ich jetzt wirklich ganz, ja, Streng bin. nee, wenn ich jetzt das wirklich ganz locker sehe, also wenn ich jetzt ganz streng das sehe, Großzügig. dann wären das hier vielleicht zwei, drei Karten, wenn ich ehrlich Ja, bin. ja, ja, ja. Aber ansonsten, wenn ich so ein bisschen das jetzt locker sehe, würde ich vielleicht sagen, ja, dann kommen wir vielleicht auf acht Karten, die ich interessant finde in diesem Set. Und das ist echt dünn für jemanden. Ich beziehe es jetzt mal nur auf mich, weil ich kann ja jetzt nur aus meiner Position reden. Also für jemanden wie mich, der seit Anfang an Yu-Gi-Oh! Eigentlich sammelt und spielt, ist hier echt jetzt nicht gerade so viel dabei. Ich meine, klar, einen gewissen Zeitraum von Yu-Gi-Oh! Habe ich auch nicht mitgemacht. Da sind dann vielleicht Karten dabei, wo Leute sagen, hey, in der Zeit war das ganz Naja. groß und das finde ich cool. Das kann ich jetzt natürlich nicht nachvollziehen, deswegen möchte ich das jetzt auch nicht zu schlecht reden, das Set. Deswegen kann ich nur meine persönliche Meinung geben. Also für mich persönlich ist hier ganz, ganz wenig dabei und ganz wenig, was mich vom Hocker haut. Also hier hätte ich wirklich deutlich mehr erwartet in so einem Spezialset. Ich meine, das ist ja kein neues Booster-Set in dem Sinne, was jetzt die aktuelle Meta irgendwie voranbringen soll. Es versucht irgendwie ein bisschen Aber beides doch zu sein. genau das ist es aber. Genau der Punkt ist, das Set ist gut für die Meta, weil so Sachen wie SB und so weiter nochmal gereprintet werden, die eigentlich in der Tin schon wieder gereprintet worden sind, aber immer noch bei 15, 20 Euro rumdümpeln. Und deswegen ist das hier eigentlich ein Meta-Set, weil hier kommst du an drei Stoße, drei Taktiken, SB, kleine Ritterin, hier auch so Sachen wie Six Samurai zum Teil, wo ja auch noch gespielt wird, Rivalität der Kriegsherren. Gesucht, sündhafte Beutesuche. Das sind alles Karten, auch Leuchtfeuer, die zwar jetzt erst gereprintet worden sind im alten Set, in der Tin, aber immer noch bei 15, 20 Euro rumdümpeln. Das heißt, Konami hat dem Rechnung getragen und hat gesagt, auch Uhrwerk-Ritter wurde zwar jetzt nicht gereprintet, aber zum Beispiel ist auch ein Beispiel, warum, dass der Preis runtergehen soll, dass man einfach hingeht und dass man die sich leichter leisten kann. Ja, Und also. deswegen wäre es logisch, in letzter Konsequenz zu sagen, das hier ist kein Nostalgie-Set, sondern das hier ist ein Meta-Set. Im Übrigen bei Rarity Collection 2 und 1 würde ich das auch sagen. Nur da wurde das auch nicht als Nostalgie-Set deklariert. Das ist halt der Unterschied. Da haben sie halt auch gesagt, so ein bisschen, dass es ja, meta-relevant ist. Nachbarsgras Grüner wurde von der Banlist runtergenommen, ist jetzt auf 1 spielbar. Da ist man halt einfach hingegangen. Und hat Insel des Feuerkönigs, letztes Jahr kam das Structure Deck der Fire Kings raus und deswegen das Fire King Thema jetzt wieder relevant. Hitzewelle, warte wieder, ist preistechnisch durch die Welle, durch die Decke gegangen. Ja, Ja, also. Super Poly, klar, Jubel. Alles Karten, die meta-relevant sind heutzutage und einfach preistechnisch immer noch sich nicht beruhigt haben. Und deswegen hat Konami gesagt, dann printen wir die Dinger nochmal, dass sie jeder leicht bekommt und dass die Community sich nicht mehr diesbezüglich beschweren kann, dass die Dinger so teuer sind. Deswegen ist es ein Set, was allen voran Metaspieler befriedigt. Vielleicht hätte man das auch Metaspieler? aufteilen sollen. Ja. Vielleicht hätte man diese Karten, die meta-relevant sein sollten, oder diese Liste hier in ein eigenes kleines Miniset packen und die Nostalgiekarten in ein eigenes Pack. Das wäre dann Guck mal. glaube ich, für die, die halt auf diese Nostalgiekarten gehen, besser gewesen und für die Metaspieler wäre das besser gewesen, weil die können dann mit den anderen Kram teilweise nichts anfangen. Also Schau ich. mal, das, was du sagst, ist so klug, aber es ist keine Raketenwissenschaft. Das heißt, das, was du gerade hier vorschlägst, ist dermaßen gut, sehr gut sogar. Schau mal, denen fällt das offensichtlich sehr schwer, dieses einmal um die Ecke zu denken. Wobei sie das ja Anfang des nächsten Jahres machen. Warum machen sie es dieses Jahr nicht? Die Logik verstehe ich nicht. Man hätte hingehen können. Das letzte Set des Jahres von mir aus als Nostalgie-Set deklarieren können. Und dieses Set dann von mir aus für die Metaspieler. Dieses letzte Set, das bietet doch für niemanden richtig etwas.
Da kommt jetzt was Neues raus. Statt was komplett Neues rauszubringen, macht das doch ordentlich erstmal das Set, das ihr habt. Verstehst du, was ich meine? Also, Deshalb, ja, ist meine Bilanz, auch wenn wir jetzt noch nicht hundertprozentig den kompletten Kartenpool kennen, wohl möglicherweise, ist durchgehend negativ. Und ich würde halt auch, wenn ich es jetzt noch ganz streng sagen würde, könnte ich noch sagen, warum sind die Elementalen in dem Set zu kurz gekommen? Warum kriegen wir nur Wildheart und zum x-ten Mal Stratos, den wir Anfang des Jahres in Battles of Legend gekriegt haben? Und ich glaube, in der Tin war Stratos auch drin. Vielleicht mag ich da falsch liegen, aber der hat jetzt ein paar Reprints erhalten. Warum kriege ich nicht Avian, Burstinatrix, ja, Sparkman und Clayman? Clayman! Leute, Clayman hat einen Holoprint und der war Ami-exklusiv. Das Ding, dieses Stück Pappe kostet 100 Euro. Das wäre doch sinnvoll gewesen, den hier reinzuhauen, dass den sich jeder leisten kann und dann auch in einer ordentlichen Rarität. Ähnlich gilt für Avian und Burstinatrix. Da hätte man auch mal ein bisschen noch hingehen können und den Preis ein bisschen noch runterbringen können. Es ist einerseits versäumt worden, bestimmte gute Reprints zu bringen. Andererseits ist versäumt worden, neue Anime-Karten reinzubringen, was richtig gut gewesen wäre. Wenn ich denke, endlich an Marek oder an Bakura denke, da fehlen immer noch X Karten. Klar, jetzt Anfang des Ja, Jahres nächstes das Jahr machen bringen sie sie dann mit drei den raus. anderen Sets, kommt das halt, diese Anime fehlenden Karten, die kommen dann halt in anderen Sets, das ist das Problem, die haben hier halt wirklich nur bereits bestehende Sachen genommen. Ja, ich würde jetzt in Anbetracht der Zeit auch sagen, mal so ein Zwischenfazit, ich sage jetzt mal Zwischenfazit, weil wir eventuell noch nicht alle Karten gesehen haben, nicht kennen. Stand jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich sehr durchwachsen. Selbst wenn jetzt irgendwie Sachen wie Uria und so weiter drin gewesen wären, wo ich ja ganz heiß drauf gewesen wäre, Ja. Ja, ich auch. ich brauche jetzt nicht so dringend, also selbst das hätte jetzt nicht viel an dem Set geändert. Da hätte ich gesagt, oh ja, super, haben sie es endlich hingekriegt, Uria reinzupacken. Nicht? Also, oder Geistespharao, der wäre auch mal toll gewesen in so einer neuen Oh. Rarität. Da hätte ich zum Beispiel auch gesagt, ja, das könnte man mitnehmen, aber weiß ich, also für Wobei mich. bei Abydos gibt es auch, glaube ich, noch ein paar Karten, die noch Ja. gar nicht rausgekommen sind. Tamula. Mensch, da gibt es, ich Ja. glaube, mindestens 5 oder 10 Karten, meine ich Aber sogar, das ist jetzt die es nicht, gar nicht gibt. es ist richtig, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht die Aufgabe von diesem Set hier gewesen, diese Karten zu bringen. Das muss man auch fairerweise sagen. Also von daher, Ja, aber nostalgiemäßig wäre das doch auf jeden Fall ein Punkt gewesen. Ja. Und wo du ja auch schon gesagt hattest, warum bringen die nicht etwas heraus, was der Jahreszeit entspricht, dann wäre Kamula auch etwas gewesen, wo Und ich auch. gesagt hätte, jetzt ist Halloween oder jetzt kurz nach Halloween, auch im November, dunkle Jahreszeit, ja, diese ganzen mystischen Kreaturen, über die wir ja in unserem Halloween-Special gesprochen hatten, ist auf deinem Kanal im Übrigen, wer es sich noch ansehen will, empfehlenswert. Das sind genau diese Kreaturen, die wären in dieser Jahreszeit eingebracht Ja, gewesen. und Die weißt du, Magic macht es richtig. Warum schafft es Konami nicht? ich wollte gerade sagen, Yu-Gi-Oh! und Das. Magic hat genau das wieder hinbekommen, passend zur Jahreszeit Set rauszubringen und Veranstaltungen zu Ja. machen. Aber ich glaube, wir müssen Konami noch ein bisschen Zeit geben. Vielleicht ändert sich da wirklich was. Wie gesagt, die Aussichten sind ja sehr, sehr gut. Das habe ich zwar letztes Jahr, Ende letzten Jahres auch Das schon muss man gesagt. zugeben, ja. Da muss man mal gucken. Also ich glaube auch insgesamt war das gar nicht so schlecht. Da redet man dann im Jahresrückblick nochmal drüber. Aber jetzt so auf das Genau. Set bezogen, also mein Stand ist wirklich, es ist ein sehr durchwachsenes Ding. Also hier brauche ich nicht wirklich was davon. Ich werde mir da vielleicht Einzelkarten holen, wenn überhaupt. Aber mich haut jetzt hier gerade gar nichts um. Was wären da jetzt deine abschließenden Worte dazu? Ja, die Konami hat mit diesem Set dafür Sorge getragen, dass der Yu-Gi-Oh! Basis-Mecha-Kasten sich wieder versammeln musste. Das ist mein Fazit. Das sagt schon alles, weil es ist wirklich leider, ich werde mir einiges davon ranholen, aber nur wegen des Rarity-Upgrades, halt Einzelkarten. Wo ich sage, okay, in Secret Rare sehen die ganz gut aus, gab es vielleicht so noch nicht. Oder Injection Fairy Lily, die ich ja damals mal gezogen habe, würde ich gerne wieder haben. Wobei, die kommt auch im Speedduell. Also, ich sage ja nur, letzten Endes in dem Fazit ist es auch auf der Pull-Ratio, aufgrund der Mehrheitsverteilung, ist dieses Set Daumen nach unten. Also, es ist kein gutes Set in dem Sinne, weil einfach, damit du dir die Sachen als Nostalgiker, ich rede aus meiner Sicht,
aus Nostalgica, und das war ja das, was deren Intention und Ziel war, die Karten auch noch in der Rarität bekommen willst, also dir ranholen willst, müsstest du ein Case aufmachen und dann hättest du wahrscheinlich noch nicht mal alle in der Rarität. In Klammern, Shortprints, Klammer auf, Klammer zu. Das kann nicht sein. Und deswegen ist meine Bilanz nicht gut. Zukünftige Sets, wir hatten es angesprochen, mit Aussicht aufs neue Jahr, sehen anders aus, wenn sich das derart bewahrheitet und Schrägstrich, wenn sich das quasi dann wirklich auf das komplette Set dann auch auswirkt. Oder wir wollen ja die Karten auch alle ziehen und wir wollen nicht irgendwie wieder ein Case oder drei Displays und dann nur die Hälfte. Oder wie bei mir bei Infinite Forbidden, wo ich auch eine gute Meinung auch jetzt noch drüber habe, wo ich aber essentielle Karten nicht alle gezogen habe. Und es war okay, schlecht war es nicht. Aber an der Pull-Ratio müssen sie echt arbeiten. Das ist halt auch ein Kritikpunkt, den ich wirklich sehr hoch lassen würde, wenn die Dinger schon fast ein Huni kosten, ein Display jetzt in dem Set. Dann muss man auf jeden Fall die Pull-Ratio anders gestalten. Und das ist auch mein abschließender Satz jetzt zu diesem Set. Ja, also das war heute wieder ein Mecker-Video. Das kommt halt auch ab und zu mal vor. Ja, nee, ganz ehrlich, weil wir wollen ja auch ehrlich unsere Meinung abgeben dazu. Es bringt mir ja nichts, wenn ich alles immer schön zu reden und hey und toll und so. Es ist einfach unsere ehrliche Meinung. Es muss ja nicht mit eurer Meinung übereinstimmen. Es ist einfach nur um so einen kleinen Überblick zu geben, so ein bisschen mal sich eine andere Meinung vielleicht auch anzuhören, mache ich auch immer sehr gerne. Und von daher, das ist halt jetzt ein Mecker-Video geworden, weil wir halt jetzt auch hier eine ehrliche Meinung abgeben müssen. Ich meine, es kommt, wie du schon gesagt hast, auch noch das ein oder andere Set, wo wir ganz anders wahrscheinlich drüber reden werden, wo wir wahrscheinlich das tatsächlich in den Himmel loben können, so wie es bisher aussieht. Aber das wäre dann eine Sache für ein andermal. Für heute würde ich mich dann von euch verabschieden, auch von dir, Slifermaniac. In diesem Sinne, Zeit für das nächste Duell. Die letzten Worte von dir. Genau. Zeit für das nächste Duell. Und in 3 oder 4 Wochen, wenn dann unser jetzt wahrscheinlich wird sich der Kreis lichten, weil ich rede jetzt im letzten Satz über Speedduell. Wenn dann in Battle City Finals die Sachen sich derart bewahrheiten sollten, wie sie, sage ich mal, angekündigt worden sind, dass wirklich viel reingehauen wird, im positiven Sinne, an Karten und vielleicht sogar Neuerungen, die Karten, die wir noch nicht haben, dann reden wir auch ganz anders darüber. Wobei, und das muss man dazu auch sagen, man kann nicht immer alles richtig machen. Das ist klar, das werfe ich denen jetzt auch nicht vor. Mir geht es halt nur darum, wie viel kann man falsch machen? Sicher, ich auch in meinem eigenen Leben, ich mache viele Fehler, aber es sind halt so Sachen, die sich ständig wiederholen und da muss man dann irgendwann auch mal sagen, irgendwann kommt der Punkt, da muss man halt gewisse Dinge stellen. Auch ich jetzt, auch an meine eigene Adresse. Ich meine nur, es ist möglich und sie zeigen es ja mit den neuen Sets und das soll jetzt auch das Schlusswort sein, sonst sitzen wir noch morgen. In diesem Sinne, macht's gut und ciao, ciao.